Hey Leute, das Video heute dreht sich mal so ein bisschen um die letzten 7 Tage auf Instagram. Die fleißigen Instagram-Nutzer unter euch werden es vielleicht mitbekommen haben, ich habe in den letzten 7 Tagen auf Instagram ein kleines Spiel gemacht, sag ich mal. Und zwar nennen wir es einfach Rate den Ort. Und zwar habe ich jeden Tag ein Bild auf Instagram gepostet und euch raten lassen, wo dieses Bild entstanden ist. Wenn ihr noch mitraten wollt, dann verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung die 7 Posts. Ihr pausiert kurz das Video und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Idee zu dem Video kam mir sehr spontan. Ich habe ein paar Bilder gefunden, bei denen ich dachte, dass die entweder an sehr unspektakulären Orten entstanden sind oder dass sie an Orten entstanden sind, wo man denkt, dass sie eigentlich an einem anderen Ort entstanden sind. Und dadurch habe ich gedacht, könnte man einfach mal so ein Spiel machen. Ich habe das Ganze auch so genauso spontan angefangen, aber trotzdem lief es zwischendurch besser und mal schlechter, als ich gedacht habe. Ich habe auch ein paar schwierigere und ein paar einfachere Bilder reingenommen, aber schauen wir einfach mal in die Bilder, denn jetzt gibt es die Auflösung. Bild Nummer 1. Meine Lieblingsbrücke. Ich habe schon öfters von dieser Brücke berichtet. Man hat eine super schöne Aussicht auf den höchsten Aussichtsturm der Welt. Sie ist mitten in der Großstadt und trotzdem ein Fleckchen Ruhe. Das ist tatsächlich nicht das erste Bild, was ich von dieser Brücke geteilt habe. Ich habe auch schon Videoaufnahmen von dieser Brücke gemacht. Daher dachte ich, vielleicht erkennt es der eine oder andere ja wieder. Und tatsächlich kam die richtige Antwort. Aber fangen wir mal an mit Tipp Nummer 1. Ist das die Asuma-Brücke nach Saksa, wo man den Skytree so toll sehen kann? Von der Asuma-Brücke nach Saksa kann man den Skytree bestimmt auch sehr toll sehen. Jedoch ist dieses Bild an einer anderen Brücke entstanden. Tipp Nummer 2 war Jikenbashi bzw. die Jiken Bridge oder Jiken Brücke, je nachdem, welche Sprache ihr sprechen wollt. Und ja, diese Antwort ist richtig. Es ist die Jiken-Brücke in Asakusa. Von dieser Brücke aus kann man über den Fluss auf den Skytree gucken. Einmal sieht man trotz vieler Hochhäuser drumherum den Skytree in seiner vollen Größe, aber man sieht eben auch die Spiegelung im Wasser. Und das, finde ich, ist einfach eine sehr coole Sicht auf den Skytree, die ich so noch von nirgendwo anders gesehen habe. Ein Tipp war übrigens, ich würde mal behaupten, ich habe von der gleichen Brücke aus ein Foto gemacht. Schau mal nach. Ich habe nachgeschaut und ja, das stimmt. Bild Nummer 2. Eulen, wohin das Auge sieht. Einer meiner Lieblingsstadtteile in Tokio. An jeder Ecke findet man ein paar Eulen. An diesen Prachtexemplaren auf dem Bild tummeln sich viele Leute. Und ab und an legt man jemand Eulen auf den Kopf. Da waren sich die 4 Leute, die kommentiert haben, sehr einig, dass das Ikebukuro sein muss. Ikebukuro lässt grüßen. Und ja, das ist richtig. Ich hätte es mir jedoch noch ein bisschen genauer gewünscht, denn das Bild ist am Ikebukuro Bahnhof entstanden und wenn ich mich nicht irre, ist es der West oder der Southwest Exit. Bild Nummer 3. Mit diesem Bild habe ich versucht, ein paar Leute zu verwirren, jedoch habe ich den Hinweis gegeben. Oh dear. Rehe und Hirsche, die einfach mal so durch die Gegend laufen. Wenn man Glück hat, lassen sie sich streicheln. Vielleicht ist es nicht der Ort, an den ihr denkt. Denn das Wasser ist nämlich näher, als man meinen mag. Bei diesem Bild habe ich darauf gehofft, dass jemand auf Nara tippt. Also den Rehpark in Nara. Und ja, der erste Tipp war Narashi. Trotzdem haben 3 Leute eindeutig beschlossen, dass das Miyajima ist. Und ja, das ist richtig, denn auf Miyajima laufen genauso viele Rehe und Hirsche rum wie in Nara in dem Rehpark. Und laut einem Kommentar von der Sophie von Komodebi sind die Rehe auf Miyajima sogar freundlicher als die in Nara. Das kann ich nicht bestätigen, denn ich war noch nicht in Nara, aber die in Miyajima sind echt lieb. Bild Nummer 4 war etwas schwieriger und zwar ist es dieses hier. Großstadt im Wandel. Eine komplett modernisierte Ecke im Herzen Tokios. Mit neuen Wolkenkratzern, abgerundeten Kanten und LED-Beleuchtung an den Treppenstufen. Da kam zunächst der Tipp, naja, Wolkenkratzer? Marunouchi, also das Businessviertel in der Nähe vom Kaiserpalast bzw. Bahnhof Tokio. Und naja, leider ist das falsch. Ich weiß auch nicht so genau, an welche Ecke in Marunouchi die Person gedacht hat. Wenn ihr da eine Ahnung habt, dann lasst es mich gerne wissen. Der nächste Tipp war Shibuya
Und ja, das ist schon richtig, jedoch kam hier ganz genau die präzise Antwort, sogar zweimal. Und zwar ist das das Shibuya Stream Gebäude, beziehungsweise auf der gegenüberliegenden Seite von diesem Ausblick, den ihr auf dem Bild seht, ist das Shibuya Stream Gebäude. Eine Person hat es nur mit einem kleinen Hinweis geschafft, also ich habe noch einen Hinweis gegeben, nachdem danach gefragt wurde. Jedoch habe ich Hinweise bei diesem Bild zugelassen, denn das war schon echt nicht so einfach. Vor allen Dingen auch, weil das Shibuya Stream Gebäude vielleicht knapp ein Jahr jetzt dort steht und fertig ist und man das eben auch nur kennen kann, wenn man jetzt in letzter Zeit dort war. Deswegen habe ich ja alle Hinweise zugelassen. Bild Nummer 5 scheint am schwierigsten gewesen zu sein, denn erstens hat es nicht viele Kommentare und zweitens hat es niemand herausbekommen. Tori. Viele Tore, viele Treppenstufen. Auch hier ist es vielleicht nicht der erste Ort, an den ihr denkt, denn zum Schrein geht es hinab. Da haben zwei Leute auf Fushimi Inari getippt und es war mir klar, dass dieser Tipp kommen wird. Eine der beiden Personen hat jedoch gesagt, naja, vielleicht ist es auch der Nezu-Schrein, der ist in Tokio. Und leider ist auch das falsch. Der Inari-Schrein ist nun mal das Symbol für einen Schrein mit sehr, sehr vielen roten Toren, mit einem Treppenweg hinauf zum Schrein. Gut, am Fuße des Berges sind auch schon einige Schreine, aber trotzdem gehen viele Japaner den Weg eben auch, um an dem Schrein oben auf dem Berg anzukommen. Beim Nezu-Schrein in Tokio, was ja die zweite Vermutung war, ist es ähnlich, dass es sehr, sehr viele Tore gibt. Ich kann nicht genau beschreiben, wie dieser Schrein aussieht, da ich dort selbst noch nicht war. Aber der Schrein auf diesem Bild ist ebenfalls in Tokio und befindet sich im Ueno Park. Es ist ein wirklich sehr kleiner Schrein, bei dem es nur eine kleine Treppe gibt, die voll ist mit Toris, also mit diesen Torbögen, mit den roten Torbögen. Wenn man aber aus dem richtigen Winkel fotografiert, wie es eben hier auf dem Bild gut zu sehen ist, dann sieht es aus, als wäre dieser Gang endlos lang und man könnte meinen, dass dieses Bild am Inari-Schrein entstanden ist, obwohl es das nicht ist. Ich wollte euch mit diesem Spiel auch ein bisschen zeigen, dass Bilder nicht immer dort entstehen, wo man denkt, oder dass man halt eben auch an recht unspektakulären Plätzen schöne Bilder finden kann oder machen kann. Dafür, dass das letzte Bild etwas schwieriger war, ist nun das sechste Bild wieder etwas einfacher gewesen, wenn nicht sogar fast zu einfach. Diesen Ort kennt ihr alle, oder? Am Wochenende ist die große Hauptstadt eine Fußgängerzone. Es ist das Mekka der Otakus der ganzen Welt. Ich wette, jeder, der in Tokio war, ist dort gewesen. Mich hat es leider nie so ganz überzeugt. Und hier wart ihr euch einstimmig, beziehungsweise hier waren sich die vier Personen, die kommentiert haben, komplett einstimmig. Das ist Akiba. Und zwar die Chuo-Dori in Akiba. Ich glaube, dazu muss ich nicht weiter viel sagen, oder? Wenn euch interessiert, warum Akiba mich nie so richtig überzeugt hat, dann lasst es mich wissen. Und das letzte Bild scheint wieder etwas schwieriger zu sein. Vielleicht haben es aber noch nicht alle gesehen, denn das habe ich heute Morgen gepostet, also an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme. Von hier aus kann man den Fuji sehen. Naja, ein Abbild vom Fuji. Wer nach Odaiba möchte, wird an dieser Bahnstation sehr wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Als ich das erste Mal an der Bahnstation war, hat mich dieses Mosaik super begeistert. Deswegen war ich froh, dass ich dieses Jahr dann doch mal ein Bild davon gemacht habe, auf dem Weg nach Odaiba. Der erste Tipp war, ich dachte erstmal an einen Onsen, da sie auch meist den Fuji als Abbild haben. Das kann ich so gar nicht genau bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Es gibt viele Onsen, die haben ein Bild vom Fuji, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass die meisten das haben. Der nächste Tipp war dann der Shimbashi-Bahnhof und das ist richtig. Um genau zu sein, ist es der Shimbashi-Yurikamome-Bahnhof. Und ich glaube, egal von wo nach Odaiba man an dieser Station umsteigt, kommt man an diesem Bahnübergang vorbei, wo man dieses Mosaik am Fenster sehen kann. Und ich fand es einfach wunderschön. In echt sieht es auch besser aus als auf Bildern, muss ich gestehen. Und das war's dann auch schon mit dem Instagram-Ratespiel für die ganze letzte Woche. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr von dem Spiel mitbekommen habt und ob ihr es irgendwie cool findet oder was ihr sonst so dazu denkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem etwas anderen Video und hoffe, ihr mögt sowas auch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder.